Welcher ist der bessere Verschwörungsfilm? Staatsfeind Nummer 1 oder Captain America Winter Soldier? Captain America Winter Soldier, denn er ist ein Film innerhalb eines Universums, der zeigt, dass eine Verschwörung oder der genau das aufzeigt, was eine Verschwörung ist, nämlich wie weitreichend sie ist. Also wir bekommen dadurch, dass Winter Soldier in einem Konstrukt aus ganz vielen Marvel-Filmen, da er dazu gehört, bekommen wir ein Gespür dafür, was für Auswirkungen eine Verschwörung, die im Inneren von etwas stattfindet, in diesem Fall von einer Gesellschaft, wie weitreichend. Und Florentin. Ja, Staatsfeind Nummer 1 ist natürlich ein fantastischer Film des US-amerikanischen Regisseurs Tony Scott. Was der da im Jahre 1998 gezaubert hat, war großartig. Will Smith ist dabei, Gene Hackman und John Voight. Also wer mit der Besetzung keinen fantastischen Verschwörungsfilm liefern kann, also ist mir absolut ein Rätsel. Alle, die sagen, der ist schlecht, sind Verschwörungstheoretiker. Ich fand den fantastisch. Vor allem das Ende, als ein vom NSA-Agenten, das war gut. Antje. Abgesehen davon, dass man durch Winter Soldier natürlich nicht nur die weitreichenden Folgen einer Verschwörung mitbekommt am eigenen Leib, ist der Film natürlich auch exzellent inszeniert. Er gehört nicht umsonst zu den besten Filmen immer innerhalb des MCU. Er ist ein großartiger Verschwörungsthriller im, ja. Ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Ich lasse die Kritiker sprechen. Hier mal ein kleiner Auszug an Auszeichnungen, die dieser Film gewonnen hat. Zum Beispiel die MTV Movie Awards im Jahr 1999. Den deutschen Film- und Medienbewertungspreis FB Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat wertvoll. Also, da nehme ich mich zurück. Hat irgendjemand von euch die beiden Filme, die angesprochen sind, gesehen? Ja gut, ich muss ja den Punkt Antje geben, aber das war ja erbärmlich. Ja, war es aus, tut mir leid. Aber Staatsfeind Nummer 1? Aber ich meine, Florentin, alleine, hättest du nicht was ausdenken können, was einfach zum Thema Staatsfeind Nummer 1 passt oder so? Ja, naja, also ich fand den Film super. Du hättest doch irgendwas erfinden können. Ich hätte wahrscheinlich sogar überlegt, dir einen Punkt zu geben, weil Antje ja auch nur rumgestammelt hat, aber da war ja nix. Na gut. Dann machen wir leid, weiter. Ich wieder enttäusche. Irgendwie. Ja, es ist nicht einfach. Es ist aber auch nur, es ist der hohen Erwartungshaltung geschuldet. Punkt gut an, auf jeden Fall. Ja. Speedrunde Nummer 2. Lass den Bumper weg. Was ist der bessere Film zum Muttertag? Ach nein. Ich hab die nicht ausgewählt. Ich krieg die auch nur, ne? Sag ich gleich. Was ist der bessere Film zum Muttertag? Ich sehe oder der Babadook? Der Babadook, das ist doch dieser Film mit diesem lustigen Hund. Ich glaube, da kann wirklich jeder einsteigen. Du mit meinst Mamadook? Das ist. Nee, ich meine schon Babadook. Das ist. Also, ich glaube, du brauchst was Spannendes mit deiner Mutter. Ich meine, du musst am Ende wirklich was zusammenkommen. Ich meine, das ist so ein fantastischer Film. Die Cinematografie ist ein Traum. Also, die Besetzung ist fantastisch. Was soll ich sagen? Also es geht, ich sehe darum, dass zwei Zwillingsbrüder hinterfragen, ob ihre Mutter wirklich ihre Mutter ist. Und es gibt keinen besseren Film, um ihn mit seiner Mutter am Muttertag zu gucken, als eben ein Film, in dem es darum geht, was Mutterliebe ausmacht, wie Kinder sich zu ihrer Mutter hingezogen fühlen. Da ist, ich sehe ganz klar, der bessere Vertreter. In Babadook geht es darum, dass eine Mutter vom Mutterdasein völlig überfordert ist. Und ich glaube, genauso fühlt sich jede Mutter manchmal, dass man überfordert ist. Und ich glaube, das ist einfach was, wo die Mutter auch einsteigen kann, wo man vielleicht auch dann irgendwie durchmachen kann, wie schwer es ist, Mutter zu sein. Weil ich glaube, das ist was, was Mütter sich wünschen, ist, dass ihre Kinder auch mal respektieren, wie schwer es eigentlich ist, eine Mutter zu sein. Und ich glaube, einer Mutter zu zeigen, dass man das versteht, ist viel wert. Das hast du so gesehen, denn ich sehe auch. Also das gilt dann so gesehen für beide auf der Argumentation. Aber ich sehe, hat man am Ende auf jeden Fall ein Ende, wo man als Mutter daneben sitzt und sagt, Gott sei Dank bin ich gerade nicht in dieser Position der Mutter. Ich sitze aber mit meinem Kind hier und kann mit dem Kind sehen, dass ich es gerade viel, viel besser mache. Ja. Ich ärgere mich gerade so, dass ich Tino nicht ins Finale geschickt habe. Tja,
Okay, Antje, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Punkt. Das ist ja echt es, fies, ey. Mamadouk und Babadouk, come on, wer hat da Marketing gemacht? Aber es sind auch schwere Fragen, gebe ich zu. Ja, wir sind jetzt aber es wird nicht leichter für dich, glaube ich, Florentin. Sind es alles Entweder-Oder-Fragen, oder wie? Okay. Na, fast. Okay, also, von Kurt mit K kommt diese Frage. Was ist der bessere Sportfilm? Ich wette, du hast beide nicht gesehen. Warrior oder The Fighter? Absolut The Fighter. Es geht um Mickey Rook, der als alter Nein, mach fucking Wrestler! Fuck you, Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Der selbe Wrestler! Ach, fuck! Ach, komm, ey! Warum klingen alle Filme gleich? Denkt euch mal Namen aus! Mann, Alter, ist mit Mark Wahlberg, ne, der nee, Christian Bale. Ich meine, Christian Bale hat sich so viele Muskeln antrainiert für den Film. Das muss man echt mal würdigen. Ich finde es einfach großartig, was er da oder. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Antje zu gratulieren. Du hast wirklich eine ganz fantastische Leistung heute abgegeben. Absolut zu Recht der Sieg heute. Du hast es verdient. Vielen, vielen Dank, mit dir in diesem Finale bestehen zu dürfen. Du bist wirklich der wahre Fighter und du hast es verdient. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Hat jemand am Wochenende Zeit, mit mir ein paar Filme anzugucken oder so? Habt ihr ein paar gute Ideen? Ich sehe. Ach komm, ich gebe den Punkt dem Florentin, weil ich die nächste Frage noch hören will. Okay, cool. Nein, das ist doch, nicht. Das muss doch. Okay, Antje hat den Film auch nicht gesehen. Also, das ist. Du hattest mit Mark Wahlberg sogar recht. Also, ja, insofern. Aber die nächste Frage habe ich. Ich habe die Chance, dass du. Das sind noch zwei. Die zwei schönsten Fragen kommen jetzt noch. Deshalb machen wir jetzt noch weiter. Leckt mich am Arsch. So. In welcher Apokalypse möchtest du lieber leben? Waterworld oder Planet der Affen? Ey, Planet der Affen. Ich liebe. Was? Eddie, du musst sagen, wer zuerst war. Ich hab nur dich gehört. Hat Antje auch was gesagt? Wir waren ziemlich zeitgleich tatsächlich. Was hast du denn gesagt? Auch Planet der Affen oder was? Planet der Affen. Ich habe schon wieder nicht gehört. Auch Planet der Affen. Auch Planet der Affen. Okay, werfe ich jetzt eine Münze. Fuck it. Warte. Kopf ist Antje, Zahl ist Tini. Kann jemand kurz diktieren, wie man das schreibt? Kopf. Was habe ich gesagt? Kopf ist wer? Kopf ist Zahl, Antje ist Tini. Hab ich nicht gesagt. Hab ich gesagt, Kopf ist Zahl, Antje ist Tini? Was ist denn hier los, Alter? Es wird mich nicht wundern, wenn Tino heute gewinnt auf die Folge. Jetzt gibt's Dosen.